Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen können zu diesem Lesegottesdienst. Schön ist es natürlich, dass wir heute Morgen zusammen feiern können. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist der Pastor Peter immer noch auf Urlaub, noch für ein paar Tage. Er kommt am Mittwoch oder Donnerstag wieder zurück. Aber darum werden Walter und ich gemeinsam mit euch den Gottesdienst heute Morgen am dritten Sonntag des Trinitates feiern. Sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Jesus heilt einen Menschen. In diesem Zeichen, dem Heilungswunder, erweist sich die Grenzlosigkeit der Liebe Gottes. Bitte, wir fangen an mit dem ersten angeschlagen. Oh, und ich erwähne auch noch den Wochenspruch für heute. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. So lautet unser Wochenspruch. Also, wir setzen unser Gottesdienst fort mit dem ersten angeschlagenen Lied. Das heißt, Jesus ist kommen. Bitte? Jesus ist kommen, Thank you.
Gottes Liebe kennt keine Grenze. Wie faszinierend ist es, wenn Christen aller Welt zusammentreffen. Menschen aus Korea und Nicaragua, Tansania und ganz Europa, die sich zu Jesus bekennen. In knapp 2500 Sprachen ist die Bibel heute übersetzt. Die christliche Botschaft macht nicht nur Volks- und Landesgrenzen Halt. Sie gilt ausnahmslos allen Menschen. Darum geht es am dritten Sonntag nach Epiphanies. Bereits Jesus und seine Jünger haben sich den Nachbarn des Volkes Israel zugewandt, haben Außenländer geheilt und Samaritanern debattiert. Gottes Liebe kennt keine Grenzen, bezeugen die Apostel und Propheten. So wird auch das Reich Gottes bunt und vielsprachig sein. Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Wir hören jetzt aus Psalm 86. Herr, hab ein offenes Ohr, antworte mir, denn ich bin niedrig und arm. Bewahre mein Leben, ich bin dir noch treu. Hilf deinem Knecht, du bist ja mein Gott. Ich verlasse mich auf dich, denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Deine Güte kommt zu allen, die zu dir rufen. Hör auf mein Gebet, Herr. Achte auf mein Flehen um Gnade. In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Keiner ist wie du, mein Herr, unter den Göttern. Kein anderer kann deine Werke vollbringen. Es kommen alle Völker, die du geschaffen hast. Sie werfen sich vor dir nieder, mein Herr, und geben deinem Namen die Ehre. Ja, groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Lass eines in meinem Herzen wichtig sein, dass ich deinem Namen mit Ehrfurcht begegne. Kommt, lasst uns anbeten und knien vor dem Herrn, der uns und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Liebe Gemeinde, zu Beginn eines jeden Gottesdienstes bekennen wir vor Gott, dass wir gesündigt haben. Wir haben unsere Tage verbracht, ohne Gott zu ehren. Wir haben Entscheidungen gefällt, ohne nach ihm zu fragen. Wir waren in Not, ohne seinen Trost zu suchen. Wir haben mit unseren Nächsten zusammengelebt, ohne sie zu lieben. Wir haben unsere Gaben und Güter gebraucht, ohne anderen Menschen zu dienen. Wir sind armen, kranken und schwachen Menschen begegnet, ohne ihnen zu helfen. Lasst uns vor Gott unsere Schuld bekennen. Gott, wir bekennen, dass wir an dir und unseren Nächsten gesündigt haben. Wir bringen in der Stille vor dir, was uns besonders belastet. Wir bitten dich, erbarme dich unser und vergib unsere Schuld. Herr, erbarme dich unser. Jesus Christus spricht,
Alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. Auch uns ist vergeben, wenn wir Gott ernsthaft darum gebeten haben. Freue dich darüber, Christenmensch, und danke deinem Gott mit den Worten: Ehre sei Gott in der Höhe. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Der Herr sei mit euch. Gott, deine Barmherzigkeit gilt in alle Richtungen und sie gilt auch uns. Lass uns deine Freundlichkeit empfangen und leben, damit das Netz aus guter Gemeinschaft dichter geknüpft wird. Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistel für den heutigen Sonntag finden wir im Römerbrief, Kapitel 1 in den Versen 13 bis 17. Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen. Aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert, denn ich wollte, dass meine Arbeit bei euch auch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig. Ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Das bin ich allen schuldig. Wenn es nach mir geht, bin ich bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden und auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen. Kein Mensch wird gerecht durch das Gesetz. Soweit unsere Lesung. Halleluja! Als zweites Lied singen wir jetzt Liebe, die du mich zum Bilde hast. Das ist Lied Nummer 401, die Verse 1 bis 7. Sorry, 1 bis 4. Liebe, die für
gestorben in der Zeit. Liebe, die mir hat erstritten, ew'ge Lust und Seligkeit. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort. Liebe, die sich ganz ergeben, mir zum Heil und Seelen hat. Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Das Evangelium des heutigen Tages finden wir bei Matthäus im 8. Kapitel in den Versen 5 bis 13. Jesus ging nach Kapernaum, da kam ihm ein römischer Hauptmann entgegen. Er sagte zu Jesus: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu Hause, er hat furchtbare Schmerzen. Jesus antwortete: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann erwiderte: Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Denn auch bei mir ist es so, dass ich Befehlen gehorchen muss. Und ich selbst habe Soldaten, die mir unterstehen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, staunte er. Er sagte zu den Leuten, die ihm gefolgt waren: Amen, das sage ich euch. Bei niemandem in Israel habe ich so einen Glauben gefunden. Ich sage euch, viele werden aus Ost und West kommen. Sie werden mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische liegen. Aber die Erben des Reiches werden hinausgeworfen in die völlige Finsternis. Da draußen gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Dann sagte Jesus zum Hauptmann: Geh, so wie du geglaubt hast, soll es geschehen. In derselben Stunde wurde sein Diener gesund. Soweit die Worte des Evangeliums. Wir wollen jetzt gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das dritte Lied, Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden, Lied Nummer 293, die Verse 1 und 2.
Dankt ihm zu aller Stunde, dass er euch auch erwählet hat und mitgeteilet seine Gnade in Christus seinem Sohne. Denn seine Großbarmherzigkeit tut über uns stets walten. Sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit erscheinet jung und alten. Und werdet bis in Ewigkeit, schenkt uns aus Gnad die Seligkeit. Drum singet die Gnade unseres Herrn Jesus Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Predigt, die ich ausgesucht habe, stammt von Pastor Dietz Lange. Sie ist deshalb auch etwas länger, als wenn ich sie geschrieben hätte. Der Predigttext lautet: Wer glaubt, dass Jesus der Messias, der Christus ist, der wurde von Gott geboren. Und jeder, der Gott als seinen Vater liebt, liebt auch die anderen Kinder dieses Vaters. Und was bedeutet das für uns? Es besagt, Gott hat uns ewiges Leben geschenkt, denn dieses Leben haben wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben nicht. Ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Aus dem 1. Johannesbrief 20-31. Liebe Gemeinde, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Also entweder Christ sein und in den Himmel kommen oder nicht Christ sein und in die Hölle kommen. Wie man das früher ausgedrückt hätte. Ist das nicht antik oder bestenfalls mittelalterlich? Passt ein solcher Monopolanspruch heute noch in unserer Landschaft? Das fragen sich nicht wenige Christen heute. Wir leben in einer Zeit des jüdisch-christlichen Dialogs und des Dreierdialogs der Abrahams-Religionen. Unser Land ist seit Jahren religiös bunt und vielfältig geworden. Wir lebten bislang einigermaßen friedlich miteinander. Und das geht anscheinend nur, wenn jeder nach seiner Fasson selig werden kann, wie das vor 2,5 Jahrhunderten der preußische König Friedrich der Große ausgedrückt hat. Christen, die so denken, halten auch die Mission für nicht viel wert. Man soll doch die Menschen im afrikanischen Busch oder auf den Südseeinseln mit ihren traditionellen Religionen auch in Ruhe lassen, wenn sie damit glücklich sind, sagen sie. Christen müssen doch endlich einmal etwas großzügiger werden. Demjenigen gegenüber gibt es andere Christen, die den Satz des Johannesbriefs nach wie vor voll unterstützen. Für sie gilt ohne Einschränkung, dass wir nur durch Christus Zugang zu Gott haben. Darauf beruht doch der ganze christliche Glaube, sagen sie. Wer daran herumdeutelt, der kann nicht mehr zur Kirche gehören. Das verrät den Glauben, sagen sie. Deshalb muss man darauf bestehen, sagen sie,
dass nur Christen das ewige Leben haben. Ist das denn ganz heute plötzlich falsch geworden? Wenn es mir ganz egal ist, welche Religion jemand anhängt, dann habe ich auch selbst keine feste religiöse Überzeugung. Dann bin ich also auch kein Christ mehr. Jemand, der so denkt, muss ja nicht gleich den Bau von Moscheen in Deutschland und anderswo verbieten wollen. Wie sollen wir also mit dem christlichen Anspruch halten? Sollen wir ihn abschwächen und damit der Bibel widersprechen? Oder sollen wir ihn in aller Strenge aufrechterhalten und uns dafür reaktionär und intolerant schelten lassen? Um darauf eine Antwort geben zu können, müssen wir zuerst einmal verstehen, was der Verfasser des Johannesbriefs mit den vorgelesenen Sätzen überhaupt sagen will. Gott hat uns das ewige Leben gegeben und dieses Leben ist in seinem Sohn. Schon jetzt haben wir das ewige Leben. Das ewige Leben ist also nicht ein Traumland mit unvorstellbarem Luxus, irgendwann nach dem Tod, sondern nichts anderes als Gottes Hand aufgehoben, das ist der Himmel, den wir uns an, wenn wir uns an Jesus halten und ihm nachfolgen, dann haben wir ihn schon jetzt und das geht uns auch durch den Tod nicht verloren. Mit einem Monopol der christlichen Kirche auf die Wahrheit und das ewige Leben hat das nichts zu tun. Sie verfügt nicht über das, was Gott mit uns tun will. Monopolanspruch ist also das falsche Wort. Es ist nicht eine Antwort, sondern eine Gabe, die uns Gott zuteil werden lässt. Dass wir allein durch Christus die unzerstörbare Gemeinschaft mit Gott haben, das ist kein Lehrsatz, den ich linientreu nachsprechen müsste, damit es für mich gelten kann. Es ist eine Überzeugung, die nur von allein in mir entstehen kann. Wenn ich es mit Jesus zu tun bekomme, dabei ist keinerlei Anspruch, keinerlei Zwang im Spiel oder gar Gewalt. Das hat die christliche Kirche lange Zeit hindurch leider nicht begriffen. Sie hat Germanen töten lassen, die den christlichen Glauben nicht annehmen wollten. Und man hat im Namen des Christentums die indianische Urbevölkerung in Amerika dezimiert, weil sie sich doch nicht bekehren wollte und ihr Land an die Eroberer abtreten. Und heute gibt es volksmissionarische Methoden, die auf seelischen Druck setzen. Wie soll sich all das mit der verzeihenden und stärkenden Liebe Gottes vertragen, um die es doch bei jeder christlichen Predigt geht? Seit wann arbeitet Liebe mit Druck und Zwang? Die Entscheidung für den Glauben kann und darf mir niemand aufnötigen. Sie ist Sache des Gewissens, meines Gewissens. Es gehört zum Glauben, das anders entscheidende Gewissen zu respektieren. Wir haben als Christen nicht das Recht, den richtenden Gott zu spielen. Das schließt Mission nicht aus, weder in fernen Ländern noch hier bei uns, wo die Entfremdung vom christlichen Glauben weit fortgeschritten ist. Denn wer an Christus glaubt, der weiß sich befreit von der Angst vor Schuld, befreit zu einem Leben in Verantwortung für andere und der möchte dann auch versuchen, anderen zu solcher Freiheit zu verhelfen. Das geht freilich nur, wenn man sich daheim nicht insgemein von sich abhängig macht. Trotzdem schleicht sich hier eine Versuchung ein, die jeden Versuch, jemanden von meinem Glauben zu überzeugen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das ist die Einbildung, mein Glaube würde eine Art von Überlegenheit verschaffen. So als hätte ich ihn durch meine eigene Willensanstrengung zustande gebracht.
Das ist freilich Unsinn. Denn Glauben an Gott, das Vertrauen zu ihm, kann allein Gott selbst in mir wecken. Ich habe nichts anderes zu tun, als mich dafür zu öffnen. Es kann sogar sein, dass Gott bei einem anderen Menschen, den ich überzeugen möchte, schon längst am Werke ist, wenn auch vielleicht auf ganz andere Weise, als ich mir das vorstelle. Denn es ist ja nicht so, dass Gott außerhalb des Christentums geschwiegen hätte. So ist das Alte Testament zwar kein christliches Buch, denn Jesus kommt darin natürlich noch nicht vor. Trotzdem steht es mit Recht in unserer Bibel, denn Jesus und mit ihm das Christentum ist ohne die geschichtliche Hinführung durch die jüdische Religion gar nicht verständlich. Wir finden auch in ganz anderen Religionen inhaltliche Ähnlichkeiten mit unserem Glauben. Sollten die nicht auf Gott selbst zurückgehen? Aber nun haben wir uns mittlerweile offenbar weit von unserem Predigtext entfernt. Denn der sagt doch klipp und klar, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also, friss, Vogel oder stirb, könnte man sagen. Gilt das denn nicht mehr? Die Antwort ist, doch. Es gilt für alle diejenigen, die vom Glauben bereits ergriffen sind. Ergriffen sein kann man nur ganz und gar, sonst hat das Wort gar keinen Sinn. Glauben heißt alles auf eine Karte setzen. Im Leben und im Sterben darauf vertrauen, dass Gott uns in Christus seine Liebe schenkt. Da hat das Entweder-Oder seinen Platz. Das gilt für uns als Einzelne. Und das gilt für uns als Gemeinde. Insofern muss da nichts geändert werden. Doch das gibt uns nicht das Recht, anderen Menschen die Pistole auf die Brust zu setzen. Es gibt uns auch nicht das Recht anzunehmen, dass Menschen, die keine Christen sind, von Gott keine Ahnung hätten. Solche Sätze sind übrigens keine Anpassung an den Zeitgeist. Sie finden sich auch in der Bibel. So sagt zum Beispiel der Prophet Jeremia an einer Stelle, dass Gott den Menschen, allen Menschen, sein Gesetz ins Herz schreiben wolle. Und Paulus sagt im ersten Brief an die Römer über die Anhänger anderer Religionen, was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Es ist also gar nicht so, dass wir bei jedem Gespräch über unseren Glauben von 100 auf 0 zurückschalten müssten. Es kann sogar sein, dass mancher Atheist viel mehr von Gott begriffen hat, als er zuzugeben bereit ist. So wollen wir dann vorgehen, wenn wir unseren Glauben weiter verbreiten möchten. Ich denke, da gehören immer zwei Seiten zusammen. Auf der einen Seite sollen wir die feste Eigenüberzeugung ohne Angst und falsche Scheu vertreten. Schließlich betrifft es ja nicht irgendeine Nebensache, sondern das, was unser Leben ausmacht, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, die uns innerlich frei macht, wie nichts sonst. Genauso ernsthaft müssen wir aber zugleich das Gewissen und die ehrliche Meinung des anderen Menschen respektieren. So würden wir das ja auch in jedem ernsthaften Gespräch über irgendetwas anderes auch machen, über das wir verschiedener Meinung sind, sogar wenn es um Politik geht. Freilich ist immer mit der Möglichkeit zu rechnen, dass wir den anderen Menschen nicht überzeugen. Vielleicht lässt sich das Gespräch ja irgendwann fortsetzen. Jemand zu bedrängen nützt allerdings nichts. Wenn eine Fortsetzung gar nicht möglich ist, brauchen wir die Gelassenheit,
alles Weitere getrost Gott selbst zu überlassen. Denn so wenig christlicher Glaube, das restlose Vertrauen zu Gott, ohne irgendeine Art von menschlicher Vermittlung entstehen kann, wir Menschen sind es nicht, die das Gottvertrauen herstellen, weder bei uns selbst, noch bei uns anderen. Das bleibt allein Gottes Sache. Er stellt uns nur als Boten an. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber es entlastet auch. Amen. Soweit die Predigt von Pfarrer Dietz. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, soll eure Herzen und Gedanken behüten. Er soll sie bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Amen. Amen. Wir wollen unseren Gottesdienst fortsetzen mit Lied Nummer 4. Vertraut den neuen Wegen. Das ist das Lied Nummer 395, die Verse 1 bis 3. Die Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Zuerst einmal herzliche Einladung zum Kirchcafé nach anschließend an diesem Gottesdienst. Tee und Kaffee sind schon bereit. Und heute folgt auch noch einen englischen Gottesdienst um 11:30. Am 29. Freitag beginnt wieder die deutsche Spielgruppe. Das ist jetzt nur freitags und immer um 10 Uhr. Und die Spielgruppe wird von Alexandra Zirkel geleitet. Sie ist auch Kindergärtnerin.
Am 30. wie er wahrscheinlich schon wisst, ist es unser Super Garage Style. Das heißt super aus verschiedenen Gründen. Es gibt viel los zu kriegen und verkaufen. Und unser Garage Sale fängt um 9 Uhr an. Hoffentlich haben wir bis 12 Uhr schon vieles erledigt. Aber was besonders für uns jetzt die Aufgabe ist, dass alles ausverkauft werden muss. Das heißt, dass wir unsere Garage, die Metallgarage, ausleeren müssen. Und natürlich müssen wir auch unseren Covid-Plan, Safe-Plan folgen. Und wir haben noch einiges da zu bearbeiten. Wir brauchen so viel wie mögliche Mithelfer, Ehrenamtliche, die uns dabei helfen werden. Und ab diesem Garage Sale gibt es dann kein Garage Sale mehr vorläufig, zumindest bis unser Bau dann fertig ist. Bitte keine Gegenstände mehr bringen, keine Stiftungen. Wir brauchen überhaupt gar nichts mehr. Wir haben keinen Platz dafür. Und an dem Sonntag muss entweder alles verkauft werden oder es wird dann weitergegeben, vielleicht bei Selfos oder Winnies oder so. Aber wenn ihr zum Beispiel Sachen gestiftet habt, vielleicht wäre es auch ganz gut, dass sie freundlicherweise sie wieder nach Hause nehmen und irgendwo anders dann loswerden. Aber wir brauchen unbedingt den Platz für andere Sachen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, bitte an Frank oder Tim euch wenden. Dietmar, du hast auch freundlicherweise was vorbereitet für uns. Ja, genau. Rutscht. Hallo. Die Rayele, die hat die letzten 3 Tage wie verrückt Marmelade gekocht. Und zwar von organischen Bio auf Deutsch Aprikosen. Und hat da Marmelade draus gemacht und hat sogar Rohrzucker genommen und so weiter, also total gesund. Und da möchten wir ein paar verkaufen von den Gläsern und der Erlös kommt dann dem Bau unserer neuen Küche zugute. Also das ist eine Stiftung an die Gemeinde und die großen Gläser, die ich dabei habe, die kosten dann $5 und die kleinen $3. Also denkt dran, es ist eine Donation, aber ihr kriegt dafür was ganz Leckeres. Schmeckt nämlich wirklich gut, muss ich schon sagen. Okay, nach dem Gottesdienst. Dankeschön. Dankeschön, Dietmar. Geburtstage in der folgenden Woche. Am Montag, das heißt morgen, Silvia Fay, André Lebreu und Dean Krieger. Am Mittwoch Camilla Fersemann und Markus Schreiter. Am Freitag Ursula Erli-Götz und Gerhard Stauff und am Samstag die Gisela Achterberg und Ulla Jona Maikin und Ewald Kruber. Es wird uns auch helfen, wenn Sie dann heute Morgen unser Gottesdienst verlassen, dass Sie, wenn Sie Ihre Gesangbücher mitnehmen, dann werden wir schon sehen, die hinterher bleiben, da müssen wir die Sitze nicht mehr putzen. Also es wird uns dann schon helfen, wo der Sitz gebraucht oder nicht gebraucht war heute Morgen. Dankeschön. Bärbel, hast du auch noch was für uns? Ja. Vielleicht vorne auf dem Lektor. Danke. Ja, ja, ja. Und zwar suchen wir fürs Martin Luther, suche ich ständig alte deutsche Zeitungen. Die haben also so uralte Zeitungen, die haben mindestens schon 10-mal durchgelesen und man kann nicht immer sagen, okay, du hast Demenz, du vergisst alles, was du lesen. Das ist unfair. Ich würde wirklich drum bitten, wer überhaupt, also deutsche Illustrierte, das heißt, nicht unbedingt den Stern, weil der hat oft sehr kritische Dinge und sehr heftige Dinge. Autozeitungen? Nee, auch nicht so viele. Wir haben einen Haufen Frauen. Die sind nicht so an Autos interessiert. Frau im Spiegel und wer zum Beispiel auch diese kleinen Liebesromane hat, das sind so dünne Heftchen. Die gab es früher bei Fleischer, der verkaufte was heutzutage auch nicht mehr. Und ich komme selber nicht in die Stadt, dass ich im Bookshop irgendwas gucken könnte.
Manchmal haben die Leute sowas zu Hause noch von irgendjemandem. Auch wenn wir es in unseren Büchern haben, wäre ich ganz, ganz dankbar, wenn ich diese Sachen bekommen könnte fürs Martin-Luther-Heim, weil ich rotiere die, ich gebe die immer wieder aus. Für Leute, die im Bett liegen oder im Stuhl sitzen, die können nicht so ein dickes Buch in die Hand nehmen. Deswegen selbst diese dickeren Liebesromane sind schon ein Problem. Ich habe letztens so ein Buch mit fünf Romanen komplett auseinandergenommen in Einzelteile und habe sie zusammengeklebt. Das konnten sie dann lesen, aber nicht die fünf auf einen Schlag, das war schon wieder zu schwer. Wer also sowas hat, bitte schön. Ich wäre sehr, sehr dankbar, wenn Sie das mit hier in Gottesdienst bringen könnten. Ja, und vielleicht dich bei der Silke melden, die hat unser ganzen Bücherstand übernommen. Oder wenn ich Orgel stille, dass mir hinten an die Orgel hat. Was war das, Kassi? Außer wie die Brigitte? Ja, das gucken Sie auch gerne. Ja. Alles, was mit Damen zu tun hat. Okay, Dankeschön, Bärbe. Bitte haltet ganz besonders den Christian Stern in unsere Fürbittegebete. Und ich danke auch Bärbe heute fürs Orgelspielen und Walter fürs Mitwirken heute in unserem Gottesdienst. Das war sehr hilfreich. Danke. Bevor wir unser letztes Lied singen, möchte ich auch darauf hinweisen, dass unser Dankopfer vorne im Eingang dort mit einem Körbchen eingesammelt wird. Und wir denken dabei, was unser Dankopfer uns ermöglicht. Dietmar hat schon zum Teil etwas erwähnt. Unsere Gemeinschaft zu erreichen, das Evangelium zu verbreiten, die Hungrigen zu essen zu geben, die Bedürftigen zu kleiden, die Verlorenen zu umarmen, die Gebrochenen zu heilen, die Traurigen zu trösten, tiefer im Glauben zu wachsen, unsere Mission durchzuführen und die Liebe Jesus zu erkennen und weitergeben. Wir danken für eure Gebefreudigkeit. Wir singen nun das letzte Lied, Nummer 163, die Verse 1 bis 3, Gott ist gegenwärtig. Stimmt das nicht? Oh, nein. 100. Sorry. Oh. Entschuldigung. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebückt dienen. Heilig, heilig, heilig singen ihm zur Ehre aller Engel hohe Chöre. Da auch wir geringen, unsere Opfer bringen.
Lasset uns beten. Du bist größer als unser Denken und Verstehen. Dein Herz ist weiter als der Himmel und du bist barmherzig, ewiger Gott. Überwinde unsere engen Grenzen. Du bist größer. Du siehst, was die Mächtigen tun. Du siehst ihre Pläne und ihren Einfluss. Du siehst ihre Verdienste und ihr Versagen. Lenke ihre Taten und Pläne, damit sie davon ablassen, Mauern zu errichten. Damit sie das Verbindende über das Trennende stellen. Damit Frieden wird, wo Krieg herrscht. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Überwinde unsere engen Grenzen. Dein Herz ist weiter. Du siehst, wie Furcht die Herzen eng macht. Du siehst, wie die Angst lähmt. Du siehst, wie die Hoffnung versiegt. Stell dich denen in den Weg, die auf andere einschlagen. Fallen denen ins Wort, die Hass verbreiten. Reiß die Mauern in den Köpfen ein. Mach die stark, die dafür sorgen, dass noch unsere Kinder gesunde Luft atmen. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Überwinde unsere engen Grenzen. Deine Liebe ist grenzenlos. Du siehst die Tränen der Trauernden. Du spürst die Schmerzen der Kranken. Du lachst mit den Glücklichen. Wisch die Tränen ab und lass uns aufatmen. Hülle die Müden in deinen Frieden. Geh mit den Suchenden und bereite ihnen den Weg. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Überwinde unsere engen Grenzen. Wir glauben, barmherziger Gott, wir hoffen auf dich, ewiger Gott. Deine Kirche sucht dich und feiert dich. Dein Wort ist größer. Dein Herz ist weiter. Deine Liebe kennt kein Ende. Antworte unserer Sehnsucht, damit wir zusammenstehen, damit wir einander verstehen, damit wir und unsere Kinder leben. Du bist barmherzig, ewiger Gott. Überwinde unsere engen Grenzen. Durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Er hat uns gelehrt zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. Amen. 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 Zum Schluss habe ich so ein nettes Video gefunden, gerade eben in den letzten paar Tagen. Das ist auch so eine, ein Gnadenwunsch. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir sein Heil. Amen. Der Herr segne uns.